Hallo und herzlich willkommen. Ich sag hier direkt mal, Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Hallo, Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Das habt ihr schon gesehen, ich weiß, aber ich hab halt wieder neu angefangen. Also, ne? Also ausgemacht und dann fängt er halt hier wieder an. Dafür entschuldige ich. Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Ich kann das aber auch nicht vorspulen. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Also ich steuere den gerade nicht, ne? Also ich kann gar nichts machen. Oder? Doch, warte mal. Ich kann, glaube ich, schneller machen. Warte mal, dann machen wir das doch. Naja, schneller in Anführungsstrichen. So. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Bla bla bla. Eddie, jetzt komm zu dir, Junge. Oh. Haie, Leichen, Schiffteile. Ich glaube, wir sind wieder zu uns gekommen und über uns ist ein übelster Seefight im Gange. Oha. Oha. Also kameratechnisch kann ich nicht so viel machen gerade. Das ist so gewollt. Ja. Eddie, komm jetzt zu dir, Junge. Komm jetzt. Hoch. Das ist doch kein Seafight, da war eine Palme. Holla, die Waldfee. Wo sind wir denn hier? Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Das stimmt aber jetzt in der Nähe hatte das Dole beobachtet. Also das sind irgendwelche Sequenzen. Träumen wir? Ich habe das Gefühl, dass wir träumen. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dole eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Alle zeigen auf mich. Aber als sie versuchte davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dole sich abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Fell, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihn die Flügel. An diesem Abend gab er die Dole seinen Kindern. Komischer kleiner Vogelvater, lachten und winkten sie. Ich glaube, ich muss die Typen umbringen. Das ist eine Dole, sagte der Vater. Aber wenn du ihn selbst fragst, wird er dir sagen, er sei ein Adler. Nicht mehr als 2 Jahre. Du hast es versprochen. Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte. Aber du hattest mich. Okay. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline. Bitte, lass mich das machen. Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary, sondern Mut. Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert. Verflucht soll dir sein. Ich komm schon zurecht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Ich weiß nicht. Kommt er jetzt mal langsam zu sich? Eddie. Eddie, mein Schatz, wach auf. Ich bin's, der Brilli. Captain Kenway! Siehst aus wie ein Eimer Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Eddie. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Ah. Mein Traum. Sollten wir Segel setzen?
Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Ade, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Nein, unser schöner Schiffmann. Wie auch immer er hieß. So, ich kann wieder was machen. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Das ist Kingston. Also, wir sind wieder unter den Lebenden. Wir haben unser Geld, wir haben unser Schiff und wir haben unsere Ehre. Naja, zumindest teilweise. Schauen wir mal, was es hier noch zu machen gibt. Hier gab es doch noch so böse... Da ist noch ein Schatz. Hier ist noch so eine... ein Shanty. Holen wir uns das mal gerade. Also mit dem einen Animus-Fragment. Warte mal, wir können ja hier schon mal hochgehen. Das ist richtig, Eddie. Ich wollte es erst nicht, aber du hast eigentlich recht, kleiner Freund. So, wo ist denn das? Ja, das wollte ich jetzt nicht werden. Aber gut. Ist eh noch ein Stück. Es ist ja noch ein Stück. Ich glaube, da hinten auf den Häusern ist das irgendwo. Das heißt, wir gehen mal hier besser irgendwo hoch. Go, go, Eddie. Go, go. Hier kommst du doch rüber, oder? Jawohl. So, da holen wir uns das Shanty da hinten. Endlich mal wieder der gute Eddie auf Shanty-Jagd hier. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Warte mal, wie kommen wir denn da? Hier. Ach komm, Eddie, warte. Ah. Ja, wo ist das denn jetzt? Doch auf der anderen Seite, oder was? Ach, Eddie. Ach, Eddie, ey, du bist einfach richtig schlecht. Da ist es. Okay, warte mal. Versuchen wir es von hier, glaube ich. Okay, auf. Los! So einfach geht das. So einfach geht das. Zack, Shanty Nummer 6. Das war das letzte hier. Gehen wir gerade noch hier die Schatzkiste holen. Da irgendwo in die Richtung. Ja, und dann fehlt noch das wirklich beknackte Animus-Fragment. Das kriege ich auch jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt kriegen soll, den ich es damals nicht bekommen habe. Bin ja nicht, ja, vielleicht bin ich teilweise besser geworden, aber das benötigt ja wahrscheinlich irgendeinen so speziellen Move. Von denen kann ich ja trotzdem nicht. Wenn ich mich richtig kenne. Egal. Eddie holt jetzt erstmal den Schatz, denn er ist mal wieder auf dem Weg zum Ziel. Eddie, Edward, Kensing oder Kenway. Mach mal hier. Wo ist denn der Schatz? Der muss doch hier irgendwo sein. Gold, Dublon. Dafür sind wir hier. Okay. Da. Ich dachte schon, er wäre da oben irgendwo, aber er ist hier. In einer kleinen, abgelegenen Höhle finden wir 332 Gold. Oder Real, besser gesagt. Und zwei Rauchbomben. Da oben ist noch ein Schatz. Da versuchen wir jetzt nochmal. Komm. Wir können es nochmal versuchen. Ach Gott, das war die beste Folge bis jetzt, ey. Wie ich dieses Mistding einfach nicht kriege, ist einfach nur unglaublich. Ich versuch's einfach nochmal. Vielleicht ist er ja gewachsen, Eddie. Oder hier kann ich jetzt irgendwie höher springen oder was. Oder filigraner mich bewegen. Wer weiß es schon. Wer weiß es schon. Wer weiß es schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich den Timer nicht angemacht habe. Das kann durchaus sein. Aber es ist auf jeden Fall noch keine Viertelstunde. Doch, ich hatte ihn an. Aber, bin ich jetzt beeindruckt. Ich dachte, ich hätte... Eddie, jetzt hör ihr auf, von Gegenstand zu springen, ey. Ganz ehrlich. So. Da hinten kommt gleich der böse... Das böse Animus-Fragment. Irgendwo. Da. Da ist der Scheißbaum, ey. Jetzt mal ernsthaft, wie kriege ich das denn?
versuch's mal von hier. Komme ich hier nicht irgendwie höher? Nein! Boah, Eddie, ey. Aber so geht das doch, oder? So kriegen wir das doch irgendwie. Ich muss da nur richtig springen. Eigentlich. Kommt der von da ab? Nee. Nein. Nein. Warte mal, jetzt hänge ich doch, wenn ich jetzt springe. Nein, jetzt geht er auf die andere Seite. Och, Eddie, das ist nicht dein Ernst. Oh, du sollst springen. Wie ich diesen Kerl hasse einfach. Es ist unfassbar. Och Gott, nein. Ich könnte schon wieder kotzen. So, wenn ich von hier jetzt richtig springe, ja, dann müsste da... Oh, jetzt geht er auch wieder auf den Ast. Es ist einfach unmöglich, das Ding zu kriegen, ey, ganz ehrlich. Na, jetzt geht er da wieder nicht hoch, weißt du? Was hat er denn für ein scheiß Problem, dieser Depp? Boah, ich könnte den so umbringen. Ey, wenn man, weißt du? Das ist einfach, das sind die Macher schuld, ey. Die machen so eine richtig intuitive Steuerung, dass er die ganze Zeit macht, damit man nichts machen muss, er macht es einfach trotzdem. Aber wenn man dann mal irgendwie selber steuern will, dann geht's halt nicht, weil das immer selber macht. Und da geht er wieder auf den Ast. Kann er sich da nicht einfach mal schwingen und dann... Warum nicht? Er soll sich runterfallen lassen und dann abspringen. Ja! Ich hab's! Leute! Profi! Profi! Profi-Alarm! Absoluter Profi entdeckt! Ich hab ihn! Genau so wollte ich es die ganze Zeit machen. Alter Schwede, ey. Wir haben das schwerste Animus-Fragment, Leute. Jetzt kann es ja nur bergauf gehen. Richtig krass. Boah, wie ich da gerade geschwungen bin und das Ding geholt habe. Da kann man ja, das kann man ja als Special-Video kann man das ja rausbringen hier. Als, ja, ich bin der Erste, glaube ich, der das geholt hat. Ich glaube, da gibt es noch keinen. Da mache ich jetzt ein Tutorial zu, wie man das Ding kriegt. Guck, ich werde es nie wieder, würde ich das kriegen. Wo ist denn hier der Schatz? Da. Okay. Eine Schatztruhe fehlt noch in Kingston. Und ein Animus-Fragment. Aber wo? Da. Da ist ein Animus-Fragment. Komm. Wenn schon, denn schon, oder? Liebe Leute? Wenn schon, dann denn schon. Ganz schöne Ecke weit weg, aber wir haben ja Beine. Junge, junge, sportliche, durchtrainierte Beine hat der Eddie, ja. Hat er mal den Bein Award, hat er mal gekriegt. Vor 4 Jahren hat er den Bein Award in Kingston gekriegt. Die am wenigsten behaarten, aber durchtrainiertesten Beine. In Kingston hatte der gute Eddie. Gleich hinter Clara, der Pfarrerstochter. Was ich schon wieder rede? Ich weiß es doch selber nicht. Ich bin nur gerade auf dem Weg zum Ziel und da möchte man ja auch ein bisschen reden. Jetzt hängt das sich wieder in den Brunnen. Pass auf. Oh, Gott, Eddie, ey, du kannst es nicht sein lassen. Eddie, der ist so großartig. Haut der mit einer Kopfnuss weg. Ah. Au.
Der Scheiße, der Timer. Aber seid ihr irgendwie stärker geworden oder was? Nee, ich glaube noch nicht. Ja, gut, der Timer hat gebimmelt, dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter, holen das letzte Animus-Moment, den letzten Schatz und dann geht's weiter hier mit Eddies Jagd. Ich bedanke mich für euer Zusehen, also das hier war mal wieder eine Einsammelfolge, muss ja auch mal wieder sein. Und in der nächsten geht's wieder rund, hoffe ich. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, liebe Leute, euer Eddie sagt tschö. Mit Ö.